Du willst ein Auto verkaufen, aber du weißt nicht wie und wo, dann zeige ich dir, wie mobile.de dir einen Händler vermittelt, beziehungsweise wie du ein Inserat erstellen kannst, um es privat zu verkaufen. Viel Spaß beim Video! Hallo und herzlich willkommen bei Finanzen im Griff. Mein Name ist Marek und in diesem Video zeige ich dir, wie du dein Auto verkaufen kannst. Es gibt zwei Möglichkeiten, um dein Auto zu verkaufen. Die erste Möglichkeit ist, du verkaufst es direkt an einen Händler und die zweite, du verkaufst es privat. Beide Möglichkeiten zeige ich dir jetzt auf und wir fangen am besten mit dem Verkauf an einen Autohändler an. Am besten klickst du auf den Link, der unten in der Videobeschreibung steht und du landest direkt bei mobile.de. Dann geht man hier runter auf Verkaufen, gibt die Marke, Modell, Erstzulassung und die Kilometer an. Ich gebe mal einfach mal mein Auto ein und dann schauen wir mal. Jetzt gehst du auf Jetzt kostenlos bewerten und verkaufen. Und dann werden noch einige Daten abgefragt und diese einfach ausfüllen. Das heißt hier, ich habe einen Fünftürer, dann ob es ein Kleinwagen ist, aber das macht dann automatisch. Dann welchen Kraftstoff du hast, Erdgas, Diesel, Benzin. In Zukunft vielleicht noch Elektro, je nachdem. Bei mir ist es jetzt ein Benziner. Dann eben die Modellbezeichnung. Das heißt, ob das jetzt ein 1,2 Liter, 1,4 Liter Motor ist und ob das ein Schalter oder Automatik ist. Das wähle ich jetzt einfach mal aus. Und dann werden mir einige vorgeschlagen, je nach PS-Zahl und Baujahr. Und bei mir sind es ja die 180 PS. Und jetzt geht es weiter. Ob das Auto eben noch fahrtüchtig ist und angemeldet ist. Ja, beides ist vorhanden. Und ich verkaufe es eben als Privater. Und ich will es jetzt einmal mal so schnell wie möglich verkaufen. Dann gebe ich meine Postleitzahl ein. Dann gibst du deine E-Mail-Adresse ein und dann geht es auf Weiter. Dann haben wir jetzt einen Preis von 9.150 Euro, der in den letzten Monaten bezahlt worden ist von Händlern. Gilt aber ohne Sonderausstattung, sondern eben nur als Grundpreis. Jetzt kannst du dir einen Termin machen mit einem, der in der Nähe ist und dann kannst du den Termin genau ausmachen, um wie viel Uhr. Danach deine Kontaktdaten, da sieht man eh schon, dass es eine Stunde dauert, die Bewertung. Sondern eine ganz genaue Bewertung, weil der Preis, der jetzt hier oben steht, das ist ja nur eine Schätzung. So, und dann gibst du noch eine Nachricht ein, wenn du noch irgendwas zu sagen hast und gehst auf jetzt Termin buchen. Das war jetzt die erste Möglichkeit, sein Auto eben an den Händler zu verkaufen, wo man natürlich meistens einen schlechteren Preis bekommt, als wenn man es an privat verkaufen würde. Ist natürlich nicht immer so, aber generell ist es irgendwo die Regel. Jetzt fährst du praktisch den Termin und die checken dein Auto und du kannst danach entscheiden, ob du es verkaufst oder nicht. Und jetzt kommen wir zur zweiten Möglichkeit, und zwar sein Auto online stellen und privat verkaufen. So, dann stellen wir dein Auto online, um es privat zu verkaufen. Wir gehen hier auf Verkaufen und dann auf Autos. Dann wird dir angezeigt, ob du es per Inserat verkaufen willst oder eben direkt an eine Ankaufsstation. Das, was direkt an die Ankaufsstation geht, das haben wir gerade eben gemacht. Also verkaufen wir es per Inserat. So, dann wählen wir jetzt die Marke aus. Ist jetzt bei mir VW, dann das Modell, dann die Erstzulassung, Jahr und Monat. Weiter geht es mit dem Kilometerstand. Dann wählen wir einfach so schnell wie möglich wieder aus und geben wieder die Viertürer an, Kleinwagen, wieder Benziner. Da ändert sich nicht viel. Sondern wähle ich wieder mein Auto aus. Dann ist das Auto eben fahrtüchtig und angemeldet. Privatverkauf, wieder meine Postleitzahl. Meine E-Mail-Adresse. Wenn ich das alles ausgefüllt habe, dann gehe ich einfach weiter. So, jetzt musst du dich noch registrieren und dazu schreibst du hier deine E-Mail-Adresse rein, dein gewünschtes Passwort und dann gehst du auf Registrieren. Das Hack einfach mal nicht reinsetzen, da das nur Werbung ist. Danach bekommst du so eine E-Mail mit einem Link von mobile.de. Einfach draufklicken. So, und dann haben wir es geschafft. Willkommen bei mobile. Gehst auf Mein Mobile und Mein Inserat. So, und dann geht man hier auf Inserat erstellen. Und dann gibt man die restlichen Daten ein. Wir sind ein Privatanbieter, deswegen erstellen wir ein privates Inserat, können zwei Inserate pro Monat erstellen maximal und zahlen dafür eben 0 Euro, also ab 0 Euro pro Inserat. So, dann geht man auf Weiter und ergänzt die restlichen Fahrzeugdaten. Jetzt haben wir ja schon einiges dabei. Anzahl Sitzplätze 5. Gut, geht weiter. Dann hat man die Motorleistung, Hubraum hat jetzt automatisch ausgefüllt, Automatik auch. Schaltwippen habe ich auch. Das ist nicht selbstverständlich. Das sollte man dann halt wirklich genau angeben, damit man halt seinen Verkaufspreis erlangt auch.
So, Euro 5 Mail-Pakete habe ich jetzt. Die grüne Wechselangabe ist 5,9. Das hat er automatisch übernommen. Dann gehe ich jetzt einfach weiter. So, dann Anzahl der Fahrzeughalter. In meinem Fall bin ich der allererste. Dann ist es natürlich ein Gebrauchtfahrzeug. Beschädigt am besten natürlich, wenn es nicht beschädigt ist. Aber wenn schon, ja angeben. Unfallfahrzeug in meinem Fall auch nein. So, fahrtauglich ja natürlich. Nichtraucherfahrzeug auch. Dann die HU, wie lange die gültig ist. Und meiner ist aktuell noch Scheckheft gepflegt. Das macht natürlich auch einen guten Eindruck und könnte den Preis ein bisschen nach oben drücken. So, Garantie habe ich aktuell keine mehr. Deswegen gehen wir jetzt auf Fertig. So, dann kommt die Ausstattung. Außenfarbe, in meinem Fall blau. Metallic habe ich mir dazu bestellt. Innenausstattung ist bei mir in dem Fall Stoff. Und ist eher so grau-schwarz, da will ich immer grau angeben. So, dann habe ich natürlich ABS, ASR hat er auch schon ausgefüllt. Jetzt gucke ich halt einfach nur nach, was ich sonst noch habe, was noch nicht angekreuzt ist. Berganfahrassistent ist bei mir auch noch bei. Und das war's schon. Tempomat habe ich keinen. Genau, dann Airbags. Airbags habe ich nur Front und Seiten. Und Isofix ist auch bei mir dabei. Beifahrersitz bin mir jetzt nicht ganz sicher. Sollte man halt vorher nachschauen, ob das so ist. Scheinwerfer habe ich gesehen und Scheinwerfer. Mit Scheinwerferreinigungsanlage. Fernlichtassistenten habe ich gar nichts. Tagverlicht habe ich ein LED-Tagverlicht drin. Dann Diebstahl-Alarmanlage habe ich nicht. Elektrische Wegfahrsperre, wenn man die hat. Ist normalerweise inzwischen schon serienmäßig. So, Klimatisierung habe ich eine Klimaautomatik. Einparkhilfe habe ich nur hinten, mehr nicht. Sitzheizung habe ich vorne, sogar ausgewählt, weil es schon eben serienmäßig mit dabei war. Armlehne habe ich auch vorne und es war es soweit. Und ein Regensensor ist mit dabei, Lederlenkrad und das wär's. So, also geht man Punkt für Punkt durch, was man alles hat. Je genauer man ist, desto besser ist es für dich beim Verkauf. So, in dem Fall habe ich hier sonst nichts mehr. USB habe ich noch. Und das war's bei mir schon. So, dann habe ich Sommerreifen und Winterreifen. Aber beides auf Leichtmetallfelgen. Und Reifendruckkontrolle habe ich auch. Genau, das war's bei mir schon. Mehr habe ich nicht drin. So, dann kommen noch die Details. Jetzt kommen die Bilder. Die sind ganz wichtig, dass man da echt gute macht. Ich wähle die einfach aus und drücke hier auf Bilder hinzufügen. Dann wird ein Ordner geöffnet, den sieht sie jetzt leider nicht. Und ich wähle den richtigen Ordner aus, wo ich die Bilder drin habe. Und tue einfach alle hinzufügen. So, jetzt werden alle hochgeladen. Und dann sieht man schon, wie es ungefähr ausschauen soll. Das heißt, man nimmt am besten vielleicht irgendeine schöne Fläche, wo einfach auch ein bisschen Grün dabei ist. Und am besten ist es draußen hell und ist einfach gut beleuchtet, damit man einfach das Auto gut sehen kann. Am besten natürlich, man tut das Auto vorher noch waschen, was ich natürlich nicht gemacht habe jetzt. Dann macht sie Bilder von vorne, von hinten und am besten von Innenraum. Erstmal die Ausstattung generell. Da habe ich oft gesehen, dass manche einfach eine Beschreibung, die Ausstattung gar nicht drin hatten, die sie eigentlich im Auto haben. Und so kann jeder gleich sehen, welche Ausstattung wirklich drin ist. Bei andersrum ist auch mal vorgekommen, dass jemand hinschreibt, er hat eine Klimaautomatik, dabei ist es halt eine Klimaanlage, weil derjenige den Unterschied nicht kennt. Und deswegen ist halt die Genauigkeit wirklich extrem wichtig. Dann natürlich von den Sitzen noch, vorne wie hinten, vielleicht noch den Kofferraum, Motorraum noch mit reintun, dann eben die aktuelle Felge, die drauf ist und dann die du eben eingelagert hast und habe nochmal alle zusammen fotografiert. Also 15 Bilder sind richtig viel, sollten auch locker reichen, ich habe jetzt 10 drin und dann kann man auch den Titel auswählen, wie eben dein Auto heißt, im Endeffekt ist das genau richtig und dann kommt die Fahrzeugbeschreibung. Und da ist halt wichtig, einfach einen guten Text zu schreiben. So, jetzt habe ich die Videobeschreibung so zum Teil fertig. Ich mache die noch ein bisschen besser und packe die unten in die Videobeschreibung. So, dann gehst du auch weiter. Dann kommen wir mal zum Preis. Und zwar wird empfohlen von mobile.de 10.750 Euro herzunehmen, da sie meinen, dass es ein fairer Preis ist mit dieser Ausstattung. Wie ihr wisst, hat man vorher gehabt, ich glaube 9.150, wenn man es eben an einem Autohändler verkauft. Da sieht man mal den Unterschied, das sind 1.500 Euro mehr, die man bekommen könnte. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, den Aufwand mehr zu betreiben, da ich zum Beispiel jetzt im Monat ein bisschen mehr als 1,5 verdiene.
Und dann wären es ja 170 Stunden, was ich dafür benötige, um das Geld zu verdienen. Und da verdiene ich es halt in einer Stunde sozusagen, weil ich mir halt eben den Aufwand mache und es eben online stelle und vielleicht dann eben diesen Preis erlangen kann. Dann schauen wir auch mal den Preis rein. Ich würde sagen, man tut ein bisschen höher ansetzen, deswegen 10.999 und macht dann halt Verhandlungsbasis. So, dann geht es weiter. Jetzt sagt er halt, man ist noch im fairen Preisbereich. Man könnte auch noch ein bisschen höher gehen. Aber generell wäre man noch fair dabei. Wobei natürlich nicht die optischen Mängel berücksichtigt sind oder die Reparaturen oder Wartungen. So, dann fertig. Jetzt gibt man auch die Kontaktdaten an. Das heißt, hier Anrede, Vorname, Name und dann eben, ob dein Name im Inserat gezeigt werden soll. Ich persönlich würde empfehlen, auf Nein zu gehen, damit das einfach keiner sehen kann. Und geht dann einfach auf Weiter. Dann kommt noch die Anschrift. Dann geht man auf Weiter. So, dann noch die Handynummer. So, jetzt hat man da ganz interessante Möglichkeiten. Man kann eben ganz normal seine Telefonnummer anzeigen lassen, dass sich jeder anrufen kann. Was jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Ich meine, wenn man sagt, man will seine Nummer nicht rausgeben, kann ich dir das Video empfehlen, was du hier oben siehst, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Da gibt es von NetzClub eine SIM-Karte, die ist kostenlos und da kannst du einfach angerufen werden und du hast keinen Anschlusspreis, gar nichts, bekommst die SIM-Karte. Steckst dir einfach ein Zweithandy dran und dann weißt du genau, dass die Anrufe wegen dem Inserat sind. Oder eben du machst eben über eine geschützte Telefonnummer, das heißt, du bekommst irgendwie eine zweite Telefonnummer, die erst angerufen wird und du tust danach denjenigen zurückrufen. Genau, aber das kostet leider was, deswegen würde ich es nicht nehmen. Oder man nein, wird halt nicht angezeigt, dann wird man nur per E-Mail kontaktiert, was vielleicht auch ab und zu auch nicht so schlecht ist, je nachdem. Also ich glaube, ich würde mir eine zweite SIM-Karte holen und das dann eben darüber machen oder man gibt einfach die normale Handynummer her. So, und dann geht man auf Fertig. So, jetzt sieht man, dass ich es geschafft habe. Die Anzeige ist online, hat schon 37 Aufrufe, geparkt hat es noch keiner und E-Mail-Kontakt gab es auch noch nicht. Man sieht auch, dass es 30 Tage online ist und kann sich selber nochmal die Anzeige anschauen, ob man wirklich alle Daten beachtet hat und ob die Fotos gut ausschauen. Da sieht man eben meine Fotos, dann sieht man die ganzen Daten, die ich eingegeben habe. Und diejenigen, die schon übernommen worden sind. Und dann ganz unten sieht man halt die ganze Ausstattung. Und nochmal, dass es ein fairer Preis ist. Das sehen auch die Interessenten, dass es ein fairer Preis ist. Und hier nochmal die Fahrzeugbeschreibung, die man selber vorgenommen hat. Wichtigster Punkt ist eigentlich die Fotos. Nummer eins, allerwichtigste. Dann kommt die Ausstattung, die vollständig sein muss. Und dann die Beschreibung, die wirklich ansprechend sein soll, damit man es wirklich gut verkaufen kann. In der Ruhe liegt die Kraft. Hast du genug Zeit, um einen PKW zu verkaufen, bekommst du vermutlich auch mehr Geld dafür. Um bis dahin deine PKW-Kosten noch weiter zu reduzieren, empfehle ich dir diese Playlist hier. Für mehr Geld und Freiheit abonniere am besten jetzt meinen Kanal. Aber immer dran denken, machen, wie sie wollen, nur krasser.